Hey, hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder bei der Morgenshow mit mir, Karin West. Es geht um Business, es geht um Mindset, es geht um Erfolg, nämlich um deinen Erfolg. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Cashflow reden. Also lass uns mal richtig ernst werden. Ein ernstes Thema, Cashflow und Geld ist doch immer irgendwie so ein ernstes Thema, über das es gilt zu sprechen oder auch nicht. Und genau das möchte ich heute aufgreifen und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und Cashflow ist etwas, das im Endeffekt die Basis für dein Business ist, weil wenn du keine Kunden hast, dann hast du auch kein Business. Und wenn du zwar Umsatz machst, aber keinen Cashflow hast, hast du für dich auch nichts, mit dem du wirklich arbeiten kannst, was du umsetzen kannst. Du hast im Endeffekt nichts in der Hand. Cashflow ist also das, was für mich immer an oberster Priorität steht. Nicht nur Umsatz generieren, sondern auch wirklich meine Cashflow-Planung kennen. Auch wirklich zu wissen, wann kommt denn der Umsatz-Cash aufs Konto. Und wann immer ich auch gerade öffentlich über meine Umsatzzahlen spreche, dann rede ich hier immer über Cashflow. Weil es ist so easy zu sagen, hey, ich habe 70.000, 80.000 Euro Umsatz gemacht, der ist aber vielleicht erst innerhalb der nächsten 10 Monate schön langsam reintrudelt. Natürlich ist es toll, genauso diesen Umsatz zu machen, keine Frage. Aber noch besser fühlt es sich an, wenn du weißt, das Cash ist am Konto, du kannst damit arbeiten, du kannst damit etwas tun, du kannst es wieder investieren, du kannst deine Rechnungen damit bezahlen, du kannst deinen Kühlschrank füllen. Also hab deinen Fokus immer auf Cashflow. Und Cashflow generierst du dann, wenn du in den Sales Activities eben auch einfach gut bist, wenn du gut darin bist zu verkaufen und wenn du richtig für dich eben auch lernst, welche Art und Weise passt zu dir. Und hier geht es nicht um pushy und um diesen schleimigen Verkaufs-Sales-Talk, ja, sondern es geht darum, dass du hier Techniken und Strategien für dich lernst, wo du merkst, okay, wenn ich das umsetze, dann werde ich einfach wesentlich besser im Verkauf. Also sich um das Thema Verkauf nicht zu kümmern und dieses Mindset zu haben, ach, ich bin einfach kein guter Verkäufer, das ist echt super, super kontraproduktiv, wenn du ein erfolgreiches, nachhaltiges Business aufbauen willst. Okay, ich habe dir mitgebracht 3 Tipps, 3 Strategien, 3 Ideen, wie du deinen Cashflow eben auch wirklich erhöhen kannst, sprich, wie du mehr Sales abschließen kannst, wie du zu mehr Kunden kommen kannst und wie du eben dadurch dein Business eben nachhaltig wachsen lassen kannst und wie es für dich eben dadurch auch wesentlich leichter und einfacher werden kann, die Dinge umzusetzen, die du auch tatsächlich umsetzen möchtest und vor allem deine Ziele eben auch zu erreichen. Also, schnapp dir was zum Schreiben, nimm dir den Stift, nimm dir den Zettel, mach dir Notizen, das ist immer eine gute Idee und eine gute Möglichkeit und beginne die Dinge as soon as umzusetzen, so schnell wie möglich, weil ich weiß, es kommt wieder irgendwas dazwischen. Nach diesem Video siehst du und hörst du irgendetwas anderes, jemand ruft an, eine E-Mail kommt und du hast die Dinge quasi schon wieder vergessen. Von dem her, je schneller du beginnst, es umzusetzen, je schneller du hier aktiv bist, umso noch schneller siehst du eben dann auch deine Ergebnisse. Und wenn das Thema Verkaufen und Abschluss und Cashflow schon mal was auslöst bei dir, dann kannst du mir das gerne in die Kommentare schreiben, was deine Verbindung dazu ist. Ob du da Sternchen in den Augen kriegst oder sagst, gar nicht meins. Ja? Okay, also das, was wichtig ist, Nummer 1, ist zu verstehen, der Verkauf passiert bereits lange vor dem Kauf. Der Kauf passiert bereits lange vor dem Kauf. Es gibt diesen Know, Like and Trust Faktor oder im Endeffekt diesen Know, Love and Trust Faktor. Du warst bestimmt auch schon unterwegs, hast dir verschiedene Webinare angesehen, hast verschiedene Blogs gelesen, folgst Menschen auf Social Media, siehst dir meine Morgenshow an, hast Webinare besucht, liest bestimmte Dinge. Und hier entscheidet sich bereits und hier wird bereits die Basis für den anschließenden Kauf gelegt. Ich kaufe nicht von dir, wenn ich dich gar nicht kenne. Natürlich tun wir das auch, ja, rein emotionale Käufe, wo ich sage, wow, das ist genau das, was ich brauche. Aber das ist so ein geringer Prozentsatz, das ist so ein geringer Teil letztendlich der Kunden, die du tatsächlich erreichen kannst oder der Menschen, die du tatsächlich erreichen kannst, dass es für dich darum geht, wirklich zu schauen, wie kannst du den Kauf schon lange vor dem Kauf anleiern?
Wie kannst du schon lange vor dem Kauf wirklich aktiv werden? Indem du eben präsent bist, indem du, so wie ich jetzt, diese Morgenshow mache oder indem du einen Podcast hast oder indem du regelmäßig bloggst und eben auch deinen Newsletter verschickst. Dein Social Media verändert sich immer und immer wieder. Und deswegen ist es mir auch so wichtig und deswegen lerne ich das meinen Kunden auch, wie sie wirklich diese Newsletterliste aufbauen. Auf die haben wir immer wieder Zugriff. Die ganzen Social Media Algorithmen, die verändern sich und dann sind wir abhängig davon. Ich sage, Social Media ist super und es ist klasse und ist toll und wir können uns damit richtig gut was aufbauen. Aber es soll und kann letztendlich nicht das Einzige sein, wo und wie wir Zugang zu unseren potenziellen Interessenten und Kunden haben. Und wenn du eben für dich selber eben auch viel mehr rausgehst, wenn du dich viel mehr zeigst, wenn du den Kauf eben, wie gesagt, schon lange vor dem eigentlichen Kauf anleierst, indem du da bist, indem du dich zeigst, indem du präsent bist, indem du deine Learnings, dein Know-how, deine Erfahrungen mit deiner Community eben auch teilst, dadurch baust du dem auch wirklich deinen Tribe auf, deine Community, die Menschen, die dich nachher eben mögen, die dir vertrauen und die dann bereit sind, von dir zu kaufen. Also schau einfach mal für dich, wie viel tust du denn tatsächlich diesbezüglich? Wie aktiv bist du? Wie präsent bist du? Wie gut greifbar bist du unter Anführungszeichen auch für deinen Kunden? Weil Menschen, die bei mir hergehen und sagen, Karin, ich möchte mit dir one-on-one arbeiten und ich möchte mit dir in die Mastermind, das sind oft die, da schicken wir 2, 3 Nachrichten hin und her über Messenger oder über E-Mail, weil sie mich bereits kennen, weil sie bereits entschieden haben, schon vorher, sie wollen mit mir arbeiten, bevor sie überhaupt wissen, was die Konditionen dafür sind. Die Entscheidung ist schon getroffen worden, weil sie mich schon kennen. Und je besser du verstehst, dass der Kauf eben schon vor dem Kauf passiert, desto noch leichter kannst du das in dein Marketing einfließen lassen, desto noch leichter kannst du das in deine gesamte Marketingstrategie, in dein Branding, in deine Positionierung mit einfließen lassen und hier den eigentlichen Sale schon lange konditionieren, bevor du tatsächlich das Angebot machst. Und das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist, weil immer wieder sehe ich, dass Menschen während einer Launch-Phase dann ganz präsent sind und dann gibt es plötzlich Dutzende Facebook-Posts und Instagram-Posts und Stories und da wird Newsletter oder da werden Newsletter verschickt, da wird ganz viel gemacht und dann verschwinden die wieder in der Versenkung, unter Anführungszeichen, weil sie wieder damit beschäftigt sind, jetzt mit ihren Kunden zu arbeiten. Und dann fängt irgendwann das ganze Spiel von vorne an. Und wenn du aber kontinuierlich über den ganzen Zeitraum hinweg aktiv bist, dir deine Community hier aufbaust, diesen No-Love oder No-Like-and-Trust-Faktor aufbaust, desto noch leichter kannst du nachher wesentlich mehr Menschen erreichen und mit wesentlich mehr Menschen arbeiten, weil dich mehr Menschen wahrnehmen als die Person, die du tatsächlich bist. Mit deinen Ecken, mit deinen Kanten und weil sie sehen, welche Kontinuität du an den Tag legst. Das heißt nicht, dass wir in irgendeinen Hustle-Mode verfallen müssen und sagen, oh mein Gott, Content, Produktion ohne Ende und jetzt tue ich gar nichts mehr anderes. Nein, such dir etwas, was dir liegt, was dir Spaß macht, wo du merkst, da kannst du dich voll einbringen, das kannst du gut durchziehen, das passt zu dir und natürlich auch zu deinem Tagesablauf. Für die einen ist es wirklich das, ich sage jetzt mal, intensiv Podcasten, dass sie jeden Tag eine neue Podcast-Folge rausgeben. Für mich ist es irgendwie viel, viel näher an dir dran, wenn ich hier diese Videos für dich mache und den Podcast mache. Aber auch da merke ich, das schweift manchmal ab, dann bin ich beim Podcast nicht so sehr dran. Aber wo ich wirklich dran bin, ist kontinuierlich meine Message rauszubringen. Jetzt in Form dieser Morgenshow, ansonsten in Form meiner Texte, in Form meiner Blogartikel. Das ist das, was mir liegt. Das ist das, was mir zu meinen Stärken quasi auch entgegenkommt. Also schau auch, wo deine Stärken sind. Such dir ein Format, das du regelmäßig rausbringen kannst, wo du für dich regelmäßig deine Kompetenzen und deine Stärken zeigen kannst. Nicht nur ab und an, nicht nur einmal im Monat, weil da draußen ist es laut. Andere sind genauso präsent oder weitaus präsenter als du. Und es ist immer wieder deine Aufgabe, auf deine Kunden aufmerksam zu werden. Und es ist deine Aufgabe, für sie sichtbar zu werden. Nicht sie müssen dich erst entdecken, sondern du musst
quasi so sehr leuchten und strahlen und vibrieren, deine Vibrations quasi müssen überall sein, deine Energie muss überall sein, dass sie dich diesbezüglich eben auch wirklich wahrnehmen und für sich entscheiden können, hey, bist du ein guter Match für mich? Passen wir zusammen? Spricht mich das an, was du machst oder nicht? Okay? Also hier achte wirklich darauf, dass du wesentlich aktiver bist, dass du für dich eben auch wirklich bewusst darauf achtest, dass du den Verkauf bereits lange vor dem Verkauf, vor dem eigentlichen Verkauf, schon anleihst, schon konditionierst. Einfach weil du da bist. Nicht weil du permanent und unentwegt und ausschließlich davon sprichst, wie man mit dir arbeiten kann. Nein, sondern gib hier auch wirklich Input, gib hier Content, sei hier präsent. Und dieses Content geben und Know-how rausgeben, das weiß ich, ist für viele so ein Riesenthema, weil, naja, aber dann gebe ich doch mein Wissen raus und dann buchen die mich nicht mehr und warum sollten die dann noch zu mir kommen? Fakt ist, es ist alles Know-how, es ist alles Wissen da draußen, kostenlos, auf google.com, auf youtube.com, auf linda.com. Dort finde ich alles. Und das allermeiste davon ist kostenlos. Ich brauche nur danach suchen. Das, warum Menschen aber dann zu dir kommen, ist, weil sie sagen, hey, jetzt möchte ich, dass du mit mir arbeitest, dass du den Weg mit mir gehst. Ich möchte deine Methode kennenlernen. Ich möchte wissen, wie du die Dinge anpackst. Ich möchte so ticken wie du. Ich möchte die Ergebnisse haben wie du. Nicht, dass sie so sein werden und wollen wie du, aber sie möchten deinen Weg kennenlernen. Und der ist unique und der steht da draußen noch nirgends. Aber das ist genau dieser Know-Like-and-Trust-Faktor, den du hier aufbauen kannst, diesen Vertrauensvorsprung, den du deiner Community geben kannst, dass es einem Interessenten umso leichter fällt, sich nachher definitiv für dich zu entscheiden. So, Tipp Nummer 2 diesbezüglich. Hier geht es mir darum, dass du weitaus mehr Stories mit einbaust, weitaus mehr Ecken und Kanten von dir mit einbaust. Und Storytelling ist auf der einen Seite, gerade im Marketing, seit ein paar Jahren so ein riesen Thema, ein riesen ein sehr präsentes Thema einfach. Und dieses Storytelling, da geht es nicht darum, dass du dir Geschichten einfallen lässt und dass du dein Angebot in einen Roman verpackst, sondern es geht darum, deinen Weg aufzuzeigen. Pick dir hier aus deinem eigenen Leben mindestens 10 bis 12 solcher Stories raus. Was hat dich zu dem gemacht, wer du heute bist? Was hat dich geprägt? Und da geht es nicht darum, die große Lebensstory zu erzählen. Manchmal sind es einzelne kleine Dinge, einzelne kleine Momente. So wie für mich der Moment, dass ich aus der Universität rausgegangen bin mit 14 Jahren und dieser Professor für Archäologie es geschafft hat, dass mein Traum der Archäologin zerplatzt. Weil ich dachte, der hat alles dafür getan, dass mich der Job der Archäologin plötzlich nicht mehr interessiert, dass mich das nicht mehr abholt. Ich war am Boden zerstört. Seit ich 7, 8 Jahre war, habe ich mich darauf vorbereitet, Archäologin zu werden. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mit diesem Professor an der Uni zu sprechen, hatte die Möglichkeit, mit ihm durch die Uni zu gehen und diese ganz alten Pläne zu sehen und diese unglaublich vielen Bücher. Und das, was er mir erzählt hat, waren die Schattenseiten der Archäologie. Und damals habe ich zugelassen, mit 14 diesen Traum echt zerplatzen zu lassen. Was mir aber später klar wurde, weil ganz kurz danach habe ich den Entschluss gefasst, wenn ich schon nicht Archäologin werden kann, dann werde ich selbstständig, dann werde ich Unternehmerin, dann habe ich mein eigenes Business. Das war das, was entstanden ist. Frag mich nicht woher, aber das war dieser Entschluss. Und diese eine Vision ist zerplatzt oder dieser eine Traum ist zerplatzt. Was aber entstanden ist, war eine ganz, ganz neue Vision. Ja, und so hast auch du diese Stories, die du erzählen kannst. Oder ich könnte dir erzählen, wie ich hier in dieser Wohnung im November 2015 saß und das erste Mal richtig verstanden habe, was es heißt, Kontrolle und Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Kontrolle und Verantwortung auch für meine Finanzen zu übernehmen. Für meinen eigenen Bullshit rund um Geld, den ich bis dahin so dermaßen praktiziert habe, ja, und mir sind die Tränen runtergelaufen und ich weiß, ich saß da drüben, ja, mit meinem kleinen roten Journal, ja, und plötzlich habe ich es verstanden, plötzlich habe ich es auf einer ganz anderen
Ebene verstanden und plötzlich hat sich alles in meinem Money-Mindset verändert. Und ich habe begonnen, die Verantwortung für meine Finanzen nicht immer wieder auf andere zu schieben. Da habe ich zu wenig Support bekommen, da habe ich zu wenig Unterstützung bekommen und da war dieses und da war jenes oder da war sonst irgendwas. Sondern nein, ich habe einfach begonnen, es wirklich für mich zu realisieren, welche Macht ich hier letztendlich auch abgegeben habe über mein Leben. Und dieser Moment war für mich der Moment, wo letztendlich in meinem Business sich alles verändert hat, wo sich in meinem Mindset alles verändert hat und wo auch meine eigene Lebensphilosophie letztendlich, dieses dein Erfolg ist eine bewusste Entscheidung, nochmals eine ganz andere Dimension bekommen hat. Das war der Moment, wo für mich klar war, dass ich ganz, ganz viele Schranken und ganz, ganz viele Limits, die für mich noch immer bestanden haben, weggeräumt habe, aus dem Weg geräumt habe, aufgelöst habe, in der Sekunde. Ich habe in dem Moment verstanden, wirklich verstanden, was es heißt, seine Glaubenssätze in einer Sekunde zu verändern und Entscheidungen zu treffen fürs Leben, die du wirklich per Fingerschnipp triffst, die dann aber auch wirklich sitzen. Das heißt, wenn du mehr dieser Stories von dir, von diesen Momenten, von einzelnen kleinen Bereichen in deinem eigenen Leben, auf deiner eigenen Lernkurve mit integrierst, dann erzähl nicht nur die Story der Story wegen, sondern, und das ist das Entscheidende beim Storytelling, hab auch diesen Punkt der Geschichte. Was ist der Punkt dabei? Was ist die Moral von der Story? Was war dein Learning daraus? Warum erzählst du diese Story jetzt und in diesem Zusammenhang? Und das sind die Momente und die Bereiche, wo sich deine Community, deine Interessenten wirklich mit dir verbinden können und wo sie aus deinem Learning auch wirklich profitieren können. Ja, manche Stories können verletzen. Manche Stories hast du vielleicht, die du nicht erzählen willst, wo du sagst, boah, nein, das möchte ich nicht, dass das irgendjemand von mir erfährt oder von mir weiß, ja. Und ich hatte so lange ein Problem damit, auch wirklich zu sagen, wie hoch mein Schuldenberg war, weil ja, ich habe mich geschämt dafür, was ich hier zugelassen habe, wie viel Verantwortung und Kontrolle ich in diesem Bereich abgegeben habe mit meinem na, das wird schon Mindset und mit dieser na, schauen wir mal Einstellung. Dass das nichts ist, was einen Unternehmer tatsächlich voranbringt, was dich als Entrepreneur tatsächlich voranbringt. Und da war Scham und da war Schuld und da war natürlich dieses, ich will das am liebsten, dass das niemand von mir weiß, weil was werden die denn dann über mich denken? Was glauben die denn dann, wer ich bin? Bin ich denn dann noch gut genug für die, damit die auch wirklich mit mir arbeiten wollen? Und wann immer du dieses Gefühl bei deinen Stories hast, dann haben deine Stories die Macht über mich, über dich, nicht über mich, über dich, ja? Das heißt, deine Stories sind noch so mächtig, dass du nicht wirklich dazu stehst, dass du deine Learnings noch nicht wirklich daraus gezogen hast. Und dann darfst du hier nochmals hingehen, dann darfst du hier hinschauen und dann darfst du für dich auch einfach nochmals tiefer gehen, diese Stories wirklich annehmen als das, was sie sind, nämlich Teil dessen, was dich zu dem gemacht hat, wer du heute bist und Teil dessen, was du an Learnings hier mal auch einfach aktiv mitnehmen kannst. Und hier geht es so sehr darum, dich auch wirklich echt zu zeigen in einer Welt, die voll mit Filtern ist und die voll mit Masken ist und die voll, gerade in diesem Online-Bereich ist, alles ist immer super, alles ist immer schön, alles ist immer shiny. Das Thema ist, je authentischer wir sind, je echter wir sind, wenn du mal ein Facebook-Live machst, während du gerade beim Friseur sitzt oder mein Facebook-Live gestern abends völlig aufgelöst und ready für ein Glas Wein, weil es war schon 22:45 abends. Aber dich hier auch einfach mal echt zu zeigen und auch hier mal zu sitzen ohne Make-up und nicht gestylt und nicht frisch vom Friseur, sondern wir sagen, ja, ich muss schauen, dass ich endlich einen Termin unterkriege, sondern dich einfach zu zeigen, wie wir tatsächlich sind, wie wir dann sind, wenn die Kamera wieder ausgeht, wie wir dann sind, wenn wir von der Bühne runtergehen. Das ist das, was wirklich authentisch ist und das ist das, was die Menschen auch wirklich abholen. Und wenn du es für dich schaffst, aus dieser Power heraus deine Stories zu erzählen, dann hast du eben hier eine ganz andere Basis dafür geschaffen, wie Menschen dich wahrnehmen, wie Menschen dich einordnen und wo sie dich tatsächlich in deinem Business, in dem Kontext, in deiner Positionierung auch wirklich sehen. Und das
Der dritte Punkt, der für deinen Cashflow auch einfach essentiell und wichtig ist, ist diese Sicherheit, die du ausstrahlst. Wenn du hier rumzappelst und wenn du unsicher bist und wenn du es vielleicht auch nicht schaffst, bei einem Vortrag oder in einem Kennenlerngespräch, in deinem Strategiegespräch, dein Angebot auch wirklich souverän rüberzubringen, mit einer Selbstsicherheit rüberzubringen, dann werde ich dich nicht buchen. Egal wie toll das Ganze ist. Deswegen gebe ich meinen Kunden auch immer wieder gerne den Rat, übt euer Angebot vor. Stell dich vor den Spiegel, übt deinen Pitch, übt deine Präsentation, übt den Einstieg. Wenn du einen Vortrag hast, dann übt das Ding. Ja, bei einem meiner letzten Vorträge in Wien, ich bin mit dem Auto hingefahren, ich habe meinen Vortrag im Auto, glaube ich, 5-mal komplett durchgespielt, ja, und immer wieder den Anfang, den Einstieg und das Ende geübt. Üb das und üb das vor allem auch für deine Angebote. Selbst wenn du ein Webinar hast und dich auf das Webinar vorbereitest, üb den Part mit dem Pitch. Es geht nicht darum, dass du es auswendig lernst und dass du nachher wirklich jedes Wort so runterbringst, wie du es möchtest. Weil in dem Moment kommen die Dinge sowieso, wie sie sollen, weil du dann im Flow bist, weil du dann richtig drinnen bist. Aber dann kommen die Dinge richtig und dann bringst du dein Angebot auch wirklich auf den Punkt, dann bringst du deine Benefits auch wirklich auf den Punkt, dann bringst du auch deine Damits richtig auf den Punkt, weil das sind die Entscheidungen, aufgrund dessen dein Kunde, dein Interessent entscheiden kann, will ich das, nehme ich das, sage ich jetzt ja, weil ich kenne dich schon, ich vertraue dir, ich liebe dich, ja, ich finde echt cool, was du machst und yes, jetzt passt das Angebot auch wirklich zu mir. Und das sind genau diese Punkte, die für mich immer so relevant sind, wenn es darum geht, den Cashflow kontinuierlich aufzubauen. Also achte drauf, schau für dich drauf, dass du wirklich auch etwas hast, wo du präsent bist, wo du dich eben auch wirklich zeigst. Hab ein Format, das kontinuierlich ist. Sei da für deine Community. Nicht nur während deiner Launchphase und dann verschwindest du wieder, sondern sei kontinuierlich präsent. Such dir das Medium aus, den Kanal aus, die Form aus, die für dich wirklich passt und werde darin einfach besser. Bau diesen No-Like-and-Trust-Faktor auf oder diesen No-Love-and-Trust-Faktor auf. Bau deine Stories mit ein. Zeig, wer du wirklich bist, was deine Learnings sind, was für dich relevant war und ist, um diesen Schritt zu gehen, um hier voranzugehen, um dich weiterzuentwickeln. Und das Dritte ist eben, werde sicherer in dem, was du tust. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, auch nur irgendwie das Gefühl habe, dass du unsicher bist, bei dem, wenn es darum geht, deinen Preis zu nennen, deinen Stundensatz, dein Package, dein Angebot, dein was auch immer du hast, mir den Preis zu nennen, wenn ich hier Unsicherheit rieche, bin ich weg. Dann nehme ich die Beine in die Hände und renne. Ja, dann siehst du mich nie wieder, weil wir auf intuitiver Ebene so sehr auf diese Dinge reagieren, dass das alles nicht funktioniert. Also werde hier einfach wirklich besser im Verkauf. Bau deine Community auf. Setz nicht nur auf Social Media. Bau deine Newsletterliste auf. Ganz essentiell, ganz wichtig. Sei hier präsent. Geh immer wieder mit deinem Newsletter raus. Und selbst wenn du erst 5 Newsletterleser hast, gewöhn dich daran, dass du hier kontinuierlich bist, dass du hier präsent bist, dass du hier News an deine Newsletterliste auch tatsächlich ausschickst und dir nicht nur denkst, naja, wenn ich dann mal mehr habe, ja. Und quasi so als Bonuspunkt, was ich dir noch mitgeben kann, gib, fang an zu geben. Ich empfehle meinen Kunden immer wieder andere Dienstleister. Ich empfehle andere Coaches, ich empfehle andere Bücher, ich empfehle andere Menschen, einfach weil ich von denen überzeugt bin, aber auch weil ich der Überzeugung bin, dass je mehr wir auch geben, desto mehr auch zurückkommt. Ich mache das nicht immer öffentlich und ich habe auch gestern zu jemandem gesagt, ich bin keine öffentliche Litfaßsäule für alle. Ja, also mein Netzwerk ist mir auch recht heilig. Aber die Empfehlungen, die ich ausspreche, die sitzen. Und genauso bekomme ich von dort immer auch wieder Empfehlungen zurück. Und so oft ist es aber, dass man denkt, naja, aber wenn ich jetzt sage, naja, die ist aber gut und der ist gut, dann rennen doch vielleicht meine Kunden zu dem oder zu der. Und dann kommen sie nicht mehr zu mir. Und das ist einfach Mangeldenken. Das ist wirklich ein totales Mangeldenken in deinem Mindset, das du sofort wieder abstellen kannst. Je großzügiger wir sind, je mehr das wir geben, desto mehr kommt wieder zurück. Und das hat eben auch mit dem zu tun, wie viel Informationen, wie viel Know-how gibst du eben auch quasi gratis, kostenlos an deine Community raus, weil du verstanden hast, dass der Verkauf bereits vor dem Verkauf beginnt.
In diesem Sinne, wenn dir das geholfen hat, wenn dich das weiterbringt auf deine Reise, dann ja, dann teile, dann kommentiere, dann lass mich wissen, wo du in deinem Business stehst. Dann teile das Video mit anderen, empfehle es anderen. Du wirst sehen, die Dinge kommen tausendfach wieder zu dir zurück. Ich wünsche dir jetzt noch einen fabelhaften Tag. Schlag Dellen ins Universum. Bau dein Empire weiter auf. Es ist dein Business, es sind deine Regeln, es ist dein Leben, es sind deine bewussten Entscheidungen. Also dream big, stand out, weil du die Dinge machst, weil du sie umsetzt und weil du jetzt dieses Zeitfenster von den nächsten 10, 15 Minuten nutzt und aktiv schon etwas umsetzt von dem, was du hier jetzt gerade gehört hast. Wir sehen uns in der nächsten Morgenshow mit mir, Karin West. Denk dran, dein Erfolg ist eine bewusste Entscheidung. Wir sehen uns, alles Liebe, ciao, bis dahin.